Es ist mal wieder Zeit für ein neues Faktenvideo auf meinem Kanal und damit herzlich willkommen, liebe Freunde, hier zu, ja, einem neuen Faktenvideo auf meinem Kanal. Heute mit insgesamt 12 Fakten über den wohl spannendsten Turm von ganz Hogwarts, nämlich dem Astronomieturm. Und wie immer in der Hoffnung, dass ihr den ein oder anderen Fakt davon noch nicht kennen werdet, wovon ich ausgehe, wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Los geht's! Wie üblich beginnen wir mit Fakt Nummer 1. Der sogenannte Astronomieturm war der größte Turm des gesamten Hogwarts-Schlosses und das hatte auch einen naheliegenden Grund. Denn wie der Name bereits vermuten lässt, fanden in diesem Turm die Astronomiestunden statt und bei dieser enormen Höhe konnten die Schüler die Sterne am Himmel wesentlich besser ausmachen. Fakt Nummer 2. Schüler der Hogwarts-Schule durften außerhalb der Astronomiestunden den Astronomieturm nicht betreten. Fakt Nummer 3. Der Astronomieturm war Schauplatz vieler wichtiger Storyabschnitte in Harry Potter. Der markanteste davon war aber wohl die Ermordung von Albus Dumbledore durch Severus Snape im 6. Teil. Fakt Nummer 4. Laut dem fast kopflosen Nick liebt es der blutige Baron, Hausgeist von Slytherin, auf dem Astronomieturm zu ächzen und umherzuklappern. Ja, jeder hat seine eigenen Hobbys. Fakt Nummer 5. In einer früheren Version des 5. Films Der Orden des Phönix begann Harry Potter damit, jede Nacht im Astronomieturm zu schlafen, um Seamus Finnegan aus dem Weg zu gehen. Dadurch kam Harry dann aber auch zu spät zu seiner ersten Stunde Verteidigung gegen die dunklen Künste bei Professor Umbridge. Weiter geht es mit Fakt Nummer 6. Achtung, Verwechslungsgefahr, denn der Astronomieturm ist sehr leicht mit dem Turm für Verteidigung gegen die dunklen Künste zu verwechseln. Jedoch sind beide in entgegengesetzte Richtungen ausgerichtet, während der Astronomieturm daneben auch größer ist. Fakt Nummer 7. Der Entwurf für das Bühnenbild des Astronomieturms, wie er in der Verfilmung von Harry Potter Teil 6 zu sehen ist, wurde von der Gestaltung des Büros des Schulleiters inspiriert. Beide Kulissen bestehen aus sich überschneidenden, kreisförmigen Räumen. Fakt Nummer 8. Wie eben schon gesagt, ist der Astronomieturm für Schüler außerhalb des Unterrichts verboten. Im Game zu Teil 6 ist dem aber nicht so und so kann man dort frei den Turm betreten, wann immer man das möchte. Eine mögliche Vermutung hierbei ist, dass es nur den Erstklässlern verboten ist, den Turm zu betreten. Festhalten sollte man jedoch, dass dies nur eine Theorie ist. Fakt Nummer 9. Fälschlicherweise befindet sich die Hogwarts-Bibliothek im Videogame zu Harry Potter Teil 1 im unteren Teil des Astronomieturms. Dies ist jedoch so nicht korrekt. Fakt Nummer 10. Zwar ist der Astronomieturm, wie eben schon gesagt, kanonisch der höchste Turm von Hogwarts, jedoch ist dies nur in den Büchern so. In den Filmen ist er nicht nur hin und wieder falsch ausgerichtet, sondern teilweise auch kleiner als der große Treppenhausturm. Fakt Nummer 11. In den Büchern hieß es auch, dass man vom Astronomieturm aus eine perfekte Sicht auf Hagrids Hütte gehabt habe. Auch ein Fakt, der in den Filmen unterging, denn dort konnte man Hagrids Hütte gewiss nicht sehen, da der Tower zu weit östlich lag. Und zu guter Letzt Fakt Nummer 12. Let's Build Hogwarts hat leider noch keinen Astronomieturm, aber das wird sich bald ändern. Ja, das waren meine 12 Fakten über den Astronomieturm. In der Hoffnung, dass es euch gefallen hat und ihr den ein oder anderen Fakt noch nicht kanntet, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und vielleicht ein Abo auf meinem Logo an der Seite freuen. Ihr wollt weitere Faktenvideos abchecken? Moment, da unten ist eine Playlist, da könnt ihr draufklicken, da sind noch mehr. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag, macht was draus und bis zum nächsten Mal. Ciao Leute!